Hallo und herzlich willkommen zur Folge 142 von Die Chronik von Mertana Archolos. Wir sind in der Nähe von Ritas Weingut. Haben in der letzten Folge ja ein paar Gefahren in der Nähe ihres Weinguts beseitigt. Die Quest müssen wir übrigens auch noch abgeben, das habe ich schon gar nicht gemacht. Währenddessen sind wir ein bisschen weitergelaufen Richtung südliche Sümpfe und schlagen hier noch ein paar Goblins zu Brei. Da können wir noch alles mitnehmen hier. Mal gucken, was hier noch so gibt. Wir haben wieder ein Level abgemacht in der letzten Folge. Wir haben jetzt 63 Lernpunkte auf der hohen Kante. Also vieles wird für Dinge draufgehen. Für hier unsere Lehre, also Meisterschmied. Das sehe ich schon, dass es mal mindestens 20 Lernpunkte kosten wird. Und ansonsten kriegen wir ja auch generell nichts geschenkt. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das da hinten? Ein Schwarzbär. Das ist für uns der direkte Grund, wieder abzuhauen. Also hier geht's irgendwohin? Keine Ahnung. Das ist ein Durchgang. Das könnte interessant sein. Aber leider überschreiten wir unsere Kompetenzen, weil der verarbeitet uns zu Mus, wenn wir nicht aufpassen. Ansonsten hier geht es weiter Richtung südliche Sümpfe. Das sind nicht die Nebelmarschen. Also irgendeine andere Gegend. Wie gesagt, ein paar Gegenden würde ich ja gerne noch untersuchen wollen, bevor wir die Gildenwahl bestreiten und durchführen. Also werden ja auf jeden Fall der Händlergilde beitreten. Also eher Söldner als Stadtwache. Darin sehe ich Marvins Zukunft. Dahin ist ein Kronstöckel, der war nicht gut versteckt. Also zum Glück. Und jetzt geht es hier wieder irgendwo runter. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir die Araxos-Händlergilden-Mine jetzt einordnen können, ob die im Süden ist oder im Norden oder sonst wo. Ich weiß nur, dass wir hier in den südlichen Sümpfen sind. Gut, hier steht einer. Wer bist du? Der guckt uns schon so komisch an. Was ist das für ein Kauz? Laurin. Hey du, du willst doch nicht wirklich in diese Richtung gehen, oder? Warum nicht? Mann, ich glaube nicht, dass du weißt, wohin du gehst. Die Bestien, die dieses Gebiet bewohnen, werden Hackfleisch aus dir machen. Kehr um, wenn du weiterleben willst. Lass mal beklauen. Was machst du hier? Ich warne dich, Junge. Hier war vor kurzem schon so ein Großmaul, das dachte, es sei der Herrscher der Welt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er im Magen eines der Alligatoren oder eines anderen Monsters gelandet. Und was machst du hier? Achso, nix außer Leute warnen. Okay. Wo geht's denn hier hin? Aha, südlicher Sumpf und zurück zum Weingut. Ja, hör mal, ich guck mich trotzdem mal ein bisschen um. Ich bin auch vorsichtig, keine Sorge. Mein Alligator schlagen wir auch zu Brei. Dann ist vor allem eher Interesse an den Blutfliegen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Sumpf. So, gucken wir mal. Das waren doch, glaube ich, die Speienden, gell? Ja, da müssen wir aufpassen. Okay. Die sind halt extrem mies, vor allem wenn die auseinander sind, ne? Wir müssen irgendwie schauen, dass die uns alle direkt in den Nahkampf folgen. Da haben wir einen Sumpf frei. Boah, vielleicht sollen wir wirklich umkehren. Vielleicht hat der Laurin recht. Warum sind hier erstmal keine Gegner? Sumpfblutfliege. Ganz viel Feldknöterich am Straßenrand. Vereinzelte Sumpfhaie da drin. Ich könnte mir da hinten irgendwie die da stören und eventuell direkt den Nahkampf zwingen. Aua! Als ob die mich treffen. Jetzt kommt noch ein Alligator dazu und schlägt uns tot. Ja. Okay, ich glaube, hier ist es tatsächlich ein bisschen unangenehmer. Da wäre man, glaube ich, mit einer bisschen besseren Rüstung gut beraten. Ich würde sagen, wir kehren tatsächlich um. Ist ja normalerweise nicht mein Stil. Aber ich glaube, hier werden wir tatsächlich erstmal auf die Schnauze fallen. Da haben wir noch einen Sumpfhai. Was haben wir hier drin?
Das ist der andere Teil der Höhle, die ist irgendwie relativ leer. Komisch, komisch. Hier ist auf jeden Fall ein Stock. Dann speichern wir erstmal ab und gucken hier, warum ist hier nichts drin? Es ist wieder so sonderbar, dass hier nichts ist. Aber hier ist gar nichts, hier ist nicht mehr was zu holen. Warum ist hier nichts drin? Suspekt. Ja, ich glaube, wir müssen hier irgendwie hier später nochmal vorbeischauen. Also die Sumpfblutfliegen, die sind halt echt, boah, ekelhafte Gegner. Ich mache es nur ungern, aber ich glaube, ich gebe dem Laurin hier in dieser Sache recht. Der liegt nicht ganz falsch damit, dass wir hier eventuell wirklich einfach nur draufgehen. Ich meine, auch wenn wir jetzt da hinten vielleicht irgendwelche Erzadern verpassen, die dann irgendwann später resettet werden, das ist dann, ja, also wie gesagt, ich werde nicht die gesamte Insel komplett abgrasen und bis auf die letzte Ader ausbeuten. Aber die hier nehme ich mit. Nur um es dann wieder zu resetten und dann nochmal alles abzuhacken, wie blöd. Ich finde einfach nur, dass wir gut saturiert hier in jede Situation hineinfallen oder hineingeraten können. 76% schon. Also auf die 100 kommen wir schnell. Ohne weiteres, also Achtung, Gefahr, nehme ich hier tatsächlich mal ernst. Dann haben wir alle Gefahren beseitigt von Rita, wie gesagt. Also einmal, früher waren hier Lurker, die habe ich kaputtgeschlagen. Und selbst aus der Mine kommen keine Crawler mehr raus, weil die sind auch kaputtgeschlagen. Das heißt, wir können die Quest jetzt, denke ich mal, zu aller Zufriedenheit lösen. Notfalls noch den Kerl umboxen, der da vorne Wegzoll verlangt. Und ansonsten haben wir da unten den südlichen Sumpf und zwei Schwarzbären in unmittelbarer Nähe, die wir noch nicht bezwingen können. Aber so ist das Leben. So, ich habe die Stellen überprüft. Und? War es sehr gefährlich? Habe ich irgendwas zu befürchten? Nö. Es war nur auf dem Kürbisfeld gefährlich, wo ich ein paar Waldräuber erledigen müsste. Du bist vor dem See sicher und die Häuser deiner Mitarbeiter habe ich vor Fangheuschrecken geschützt. Was den Wachmann dort drüben, wie du ihn nanntest, angeht, so entscheide selbst, was du unternehmen willst. Dann ist es nicht so schlimm, wie ich dachte. Pass in der Zwischenzeit gut auf dich auf, ich habe hier viel zu tun. So, 145 Gold, netter Betrag und die Quest von Gefahren umgeben ist damit abgeschlossen. Bis im nächsten Kapitel wieder irgendwas sein wird. So ist es ja immer. Dann pennen wir einfach mal eine Runde bei dir, Rita. Ja, sei uns nicht böse. Aber wir müssen auch schlafen. Ja, regt's ab. Alles mit Ruhe. So, das heißt, der Bereich ist weitestgehend geklärt. Wie gesagt, da hätten wir natürlich noch den einen Schattenläufer, die zwei Schwarzbären. Aber ansonsten haben wir hier eigentlich alles ziemlich gut geklärt. Jetzt regnet es natürlich gleich wieder, dann wird es auch anders sein. So, das heißt, wir können dann von hier wieder zurück nach Silbach. Wenn ich nicht festhängen würde in dem Zaun, in dem einzigen weit und breit. Wie der letzte Depp. Wie gesagt, Scheißwetter, das muss natürlich wieder sein. So, und da geht's zur Burg, also Richtung Wolfsburg. Also nicht Wolfsburg, sondern Wolfsbau. Hier geht's wieder ins Dorf hinein, genau. Und da geht's zum Signalturm, das ist aber gerade für uns eher irrelevant. So, und ich meine, hier hinten an der Seite ging's ja irgendwo hoch. Und ich glaube, da müssten in der Nähe... Ich glaube, hier war der Wasserfall. Ich wollte den Wasserfall noch abklappern. Den Wasserfall, in dem sich Froschmenschen befinden. Und dann nochmal in die Richtung marschieren, wo wir mit dem Sunder entlang gelatscht sind. So. Jetzt überlege ich nur, ob wir hier richtig sind. Ich glaube es nämlich nicht. Auf jeden Fall war irgendwo... Weil hier kommen wir, glaube ich, zu Valerius Weingut. Hier ist nämlich das zusammengefaltete Haus. Aber hier war doch ein Wasserfall. Aber der war nicht der, den ich meinte. Nee, der ist unbrauchbar. Und der ist es auch nicht. Aber irgendwo in der Nähe von Silbach. Mensch, wo war denn dieser Wasserfall nochmal genau? Also die beiden hoch zu Valerio sind es nicht. Guck mal, hier sind wir schon direkt bei Valerio oben. Jetzt müssen wir hier wieder runtergehen.
Da könnte es sein. Moment. Also wir hüpfen hier wieder runter. Das ist ja quasi die Gegend, wo der Terry normalerweise ist. Den wir ja verjagt haben. Oh, hier sind auch wieder... Warum sind hier Schlammschildkröten wieder? Wir hatten doch gar keinen... Wir hatten doch überhaupt keinen Respawn oder sonst irgendwas. Na, also ihr seid... Ihr wisst ja genau wie ich. Wir sind ja seit fast 100 Folgen wahrscheinlich in Kapitel 2. Erkunden einfach nur die Gegend. Und haben hier mit hoher Wahrscheinlichkeit erst letztens, wie gesagt, den Terry verjagt. Und da waren hier keine Schlammschildkröten. Also ich bin darüber jetzt nicht irgendwie erbost oder so. Ich würde nur gerne interessieren, wie das denn hier mit dem Respawn-System so insgesamt funktioniert. Also der Punkt ist, es ist zwar nett, dass wir hier noch ein paar Schlammschildkröten abmurksen konnten. Da sind sogar noch mal zweimal Fußmörte. Die sind aber bestimmt nicht nachgespawnt, die habe ich nur übersehen. Aber das war auch nicht der Wasserfall. Es war ein Wasserfall, wo links und rechts so ein bisschen außenrum... Na, hier, das ist es nicht. Das ist auch nicht der Wasserfall, den wir suchen. Da hinten geht es dann runter zu Bodowin. Das ist auch wieder schon ein Stück zu weit. Oh, da noch eine Eisenader. Ja, Mensch. Was wir durch Zufall alles finden. Na gut, der war auch nicht so ergiebig, aber ist egal. Nehmen wir mit. So, pass auf. Jetzt geht's hier wieder ins Dorf hinein. Das ist vielleicht der Wasserfall, also derselbe Wasserfall, nur weiter oben. Nee, das kann doch auch nicht sein. Hier haben wir die Felder. Was ist denn der Felder? Der Wasserfall. Der war's. 100%. Zu 100% sind wir hier richtig. Komm nur nicht hoch. Lass mich da doch hoch. Aber das ist auf jeden Fall die Stelle, die ich meinte. Warum dürfen wir da nicht hoch? Ich krieg hier noch einen Anfall. Ach so, aber einfach geradeaus Hochlauf geht, alles klar. So, dahinter. Da geht die Post ab. Ich habe von Anfang an gewusst, dass sich dahinter was verbirgt. Aber wir waren einfach nicht gewappnet dafür. Aber jetzt sind wir's. Sind wir bereit, in die Schlacht zu ziehen gegen die Froschmenschen? Ja, der trifft uns eh nicht. Oh, zwei Himbeeren, sehr gut. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hier durch den Kieselsteinhagel hindurchkämpfen. Wo schießt denn du hin? Ich sehe zwar nichts, aber interessiert mich nicht. Bin trotzdem stark genug. So. Kieselstein, Steinschleuder. Und die Überreste des Froschmenschens. So, was haben wir hier noch? Gedöns, Gedöns, Pfeile. Ich habe gewonnen. Wer hat was gewonnen? Da hinten auf jeden Fall noch eine verschlossene Flaschenbier, Pfeil, verschlossene Tür. Erstmal gucken, wer hier was gewonnen hat. Ich glaube, die Person hat gar nichts gewonnen. Brief an einen Freund, die Liste mit Wertsachen. Dass wir den ganzen Kram noch dabei haben. Über den Fortschritt, Liste des Metzgers. Wacht auf, wacht auf, wacht auf. Ich habe gewonnen mit getrocknetem Blut befleckter Brief. Sie haben mich zwar erwischt, aber ich konnte meine Schätze in Sicherheit bringen. Zusätzlich zu dem ausgeklügelten Schloss habe ich dafür gesorgt, dass die Tür selbst unzerstörbar ist. Nur ein wahrer König der Diebe könnte hineingelangen. Niemand wird seine Hand an meine Truhe legen. Ja, das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall haben es die Froschmenschen nicht gekonnt. Links, rechts, links, links, links und offen. Ui, das sieht aber schön aus. Das sieht auf jeden Fall super aus. Wir haben sehr viele Dietriche dabei, wir haben zwar nicht so viel Geschicklichkeit, aber was wir haben en masse sind Dietriche. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir sind ja auch schon erfahren. Jetzt muss es hier abgehen. Zweimal nach links, rechts und wieder links und wieder rechts und offen, weil wir so gut sind. 68 Gold ist nicht der Rede wert. Windhose, ganz nett.
Oha. Was? Der Gürtel der Geschicklichkeit. Wenn die erlernte Geschicklichkeit höher ist als 50, gibt's entweder 10 insgesamt oder nochmal 10 drauf. Und dann bei 100 nochmal 15. Also der Gürtel ist enorm cool. Und ich denke, den wird es auch nur hier drin geben. Nicht schlecht. Ich will mal ganz kurz an der Stelle gucken, ob wir denn überhaupt mittlerweile eventuell sogar bei den Ausrüstungsgegenständen sogar ein bisschen was ausbessern könnten. Wir haben das Harnisch-Amulett, das nicht so viel bringt. Wir haben das Amulett der Erleuchtung, das ist viel besser als das Amulett aus der silbernen Schatulle. Das bringt uns nämlich 10 Mana und 30 Lebenspunkte, aber ich glaube die 10 vor Schnittschaden sind trotzdem besser. Ring mit einem blauen Stein, ein seltsamer Ring mit... Keine Ahnung, was es bringt, den anzuziehen. Den Ring des Mutes hatten wir zurzeit, weil der ganz nett ist. Inos Gnade, Ring der Magie. Das ist so Zeug, das können wir eigentlich verkaufen. Ring des Südländers, der ist auch ganz nett. Und Ring der Kraft. Dann haben wir Ledergürtel. Zweimal Gürtel der Kraft. Gürtel des Abenteurers mit einem Kettenhemd. Ne, wir haben kein Kettenhemd. Genau, der schwere Jägergürtel ist, glaube ich, das Beste, was wir zurzeit haben können. Zusammen mit unserer verbesserten Lederrüstung. Dieser Gürtel ist sehr interessant und ansonsten haben wir keine Gürtel mehr. Wir haben zweimal Blitz, den wir abgeben können. Wir haben zweimal Snapper-Beschwören, die wir abgeben können. Wir können Licht abgeben und wir können Eispfeil abgeben. Beim Laudus. Das wird auch noch sehr viel Freude bereiten. Und noch ein Stück Gold. Also wir haben ja auf jeden Fall eine nette Truhe. Hat nur eine 5er-Kombination tatsächlich, aber wir haben ja, wie gesagt, wir sind ja verbessert. Das heißt, normalerweise wäre es wahrscheinlich eine 7er- oder 9er-Kombination. So. Das heißt, auch dieses Areal abgehakt. So lobe ich mir das. Das heißt, wir gehen jetzt ins letzte noch abzuklappernde Gebiet, das ich mir zumindest selbst vorgenommen habe. Und ich hoffe, das bringt uns auch in die Richtung zu dem anderen Gebiet, das ich noch erkunden wollte. Ansonsten weiß ich, wie wir von der Stadt aus hinkommen können. Denn wie gesagt, ich würde hier noch gerne, bevor wir der Händlergilde beitreten, mir noch die Mine anschauen, der Händlergilde. Und die müssen wir jetzt halt noch ausfindig machen. Und da geht's hier lang. Ja, müsste die richtige Richtung sein. Also zur Imkerei, das machen wir. Da schließt sich dann der Kreis. Da müssten noch ein paar Waage sein, die müssen wir dann natürlich noch platt machen, aber das ist ja kein Problem mehr. Die schlagen wir tot. Der Wolfsbau ist noch nicht für Kapitel 2 geeignet oder gedacht. Denn ich denke mal, da wird man sehr offenkundig dann hingeschickt werden, weil es halt schon irgendwie ein Teil der Welt darstellt. Also ich glaube nicht, dass es absolut optional ist und nach dem Motto, gut, wenn du halt nicht hingehst, bleibst du dem Ganzen halt für immer fern und weißt gar nicht oder kriegst gar nicht mit, dass das Teil der Mod ist, sondern die Hauptquest-Reihe wird uns bestimmt dahin führen, früher oder später. So, gegen die wagen wir uns doch mal in den Kampf. Ja. Solange der alleine bleibt, ist alles gut. Wenn er seine Kumpels mitbringt, kriegen wir einen Anfall. Nee, er bleibt alleine. Wie gesagt, die kassieren gut. Also wenn der Crit reindonnert, und da haben wir ja schon relativ gute Werte insgesamt, auch wenn es wieder unter 50 ist, aufgrund der neuen Waffe, die aber insgesamt natürlich viel besser ist als das edle Schwert. Nur die Crit-Chance, die macht mir ein bisschen Sorgen, weil die doch ein bisschen besser sein könnte. Wir haben 47%, ne? Ja, genau. Also da wird auf jeden Fall sehr viel investiert werden an Lernpunkten. Das zum Thema hier 60 Lernpunkte gerade zur Zeit. Da wird auch gut wieder was abgebucht, wenn wir dann wieder ein bisschen besser Einhand erlernen werden. Ich glaube, es sind schon wieder 4 insgesamt hier von diesen Drecksviechern. Ach, scheiß die Wand an. Oh Mann. Das könnte sehr gefährlich sein. Erstens muss ich korrigieren, es könnten sogar 5 Waage insgesamt sein. Weil den einen habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich sehe zu, dass ich Land gewinne.
Das sind wirklich fünf. Fünf Stück insgesamt. Ihr wollt mich doch verarschen. Kommen wir da einzeln ran. Er kriegt den jetzt schon. Das heißt, wir haben eben so zwei, die weit außen sind. Die zählen nur indirekt zum Rudel. Die werden im Notfall einfach im Stich gelassen. Aber die anderen sind näher beieinander. Da wird es schwieriger. Fünf Waage. Was soll das? Was machen die hier? Gut, da vorne ist ein Achtung, Vorsichtsschild. Ist ja meine eigene Schuld. Nächstes Level Up dauert natürlich noch ein gutes Stück. Aber wir kommen sehr gut voran. Gucken wir mal, dass der seinen Kumpel auch daheim lässt. Sieht gut aus für uns. Sieht sehr gut aus für uns. Jetzt noch ein paar mehr Crits. Und ich bin sehr zufrieden. Natürlich soll meine Unzufriedenheit obsiegen. Zack, tot. Nummer 3. Erledigt. Die Nummer 4 ist von der Nummer 5 relativ weit entfernt, deswegen sollten wir das jetzt ohne Probleme hindeichseln können. Oder? Ja. Der war zwar sehr gut versteckt, den hatte ich gar nicht gesehen. Aber Hauptsache, der andere lässt uns in Ruhe. Und damit bin ich ja auch vollends zufrieden. Da hat's gescheppert. Sehr gut. Boah, das mit dem Sunda ist noch gar nicht so lange her, ne? Und jetzt kommen wir hierher und schlagen alle Waage tot. Mensch, das ist die per Definition... hier Erfolgsgefühl. Da hinten ist sogar noch ein weiterer. Ich werde hier wahnsinnig. Wie viele Waage sind denn hier? Ist doch gar nicht. Ich meine, die EP-Leiste sagt vielen Dank. Aber das sind ja per se schon... Aua! Schon stärkere Gegner. Ich sehe nichts. Boah, zum Glück war das jetzt ein Crit. Heieieiei. Manometer, hier wird's nicht langweilig in diesem Wald. Darauf erstmal eine Bärenmarmelade. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir vertilgen können? Ja, ne? Die hier, die guten Schaschlikspieße. So, das heißt, in der nächsten Folge weiter Waage töten. Bin mal gespannt, wie der Weg dann zur Imkerei insgesamt hier aussieht und ob wir dann bei der Mine endlich vorbeischauen, und falls wir das dann gemacht haben, haben wir, glaube ich, wirklich alle Gegenden abgeklappert, die jetzt auch so abzuklappern sind, bis auf die eine Krypta hier und die andere Höhle da und Wege, die uns von Schwarzbären irgendwie blockiert werden. Aber ansonsten haben wir alles. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.